Hallöche, meine Pandas, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, letztes Mal haben wir diese wunderschönen Sandstiefel und die Schneestiefel von dem traurigen Dude da bekommen, der übrigens auch totale Angst anscheinend vor diesen Sandrobben hat. Er muss jetzt leider barfuß laufen, because of... Wir haben ihm seine Sand- und seine Schneestiefel abgeluchst. Idiot. Naja, okay. Unsere eigentliche Mission ist es ja, dahin zu gehen und die Dudes von diesem komischen Dude-Clan da zu verprügeln. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Und den Donnerhelm wieder bekommen. Ich würde sagen, das könnten wir eigentlich mal machen. Oder nicht? Ich glaube schon. Da war gerade jemand. Da war gerade jemand oder etwas, was da lang gelaufen ist. Ich hab's doch genau gesehen. Ida ist es. Igidigit. Igidigit. Warte mal. Nee. Nein. Na? Nee. Yes. Cool. In your face, bitch. In dein Gesicht. In dein hässliches Mistgeboten-Gesicht. Jo. Was ist denn los? Warum haben wir in letzter Zeit so viel Pech? Aua. Och, du Mistvieh, Alter. Geht doch. Der Duo-Exal-Bumerang, der muss natürlich mit, also den will ich auf jeden Fall haben. Weg. Auch wenn es ganz komisch glitzert, ich weiß noch nicht, wie, halt immer noch nicht warum. Wait, hier muss doch auch irgendwas sein. Irgendwelche hässlichen Juhu-Hoots. Aber natürlich. Wait a second. Geht das? Kann ich das machen? Ja, Link, natürlich. Jetzt ist dir kalt. Kannst dich auch mal entscheiden. Na? Wusste ich's. Oh nee. Sandstiefel. So. Der ist echt blind. Die sind echt blind. Och nee. Nicht schon wieder so einer. Lol. Da verpinkelt er sich wieder. Ist okay. Ist okay. Da hinten ist irgendwas. Was ist denn da? Ha. Wo müssen wir hin? Ach. Jedenfalls weg von denen. Ups. Laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Nein, tun wir nicht. Wir müssen noch da laufen. Oh, well, never mind. Hey, lol. Hey, was ist das? Ist das freundlich oder ist das nicht so freundlich? Oh, wow.
Okay, eventuell umrunde ich das hier doch sehr, sehr stark. Ja, da brauchst du jetzt erstmal ein bisschen, um dich wieder zusammenzusetzen. Und ich keine Lust auf Kämpfen, tatsächlich. Nur wenn ich wirklich muss. So, da hinten geht's lang. Ach du Shitte Bang. Ach nö. Da pennt schon wieder einer. Kann ich einfach mal so zu streng gefrieren und so bleiben? Fällt schon ziemlich cool. Hier ist eine Kiste. Die hätte ich gerne. Ja, damit. Fünf Holzpfeile. Besser als nichts. Ist da noch ein? Nee, da ist nur die Statue wieder. Da ist auch nur eine Statue. Sag mal. Wahrscheinlich wäre es von dem Schrein sogar einfacher gewesen. Naja. Tschüss. Beide gleichzeitig. Das ist geil. Das ist schön. Das feiere ich. Ich wollte den hier gar nicht mitnehmen. Ich hätte gern das hier zum Kämpfen. Und ich würde gern den wegschmeißen, um den zu bekommen. Dankeschön. Na Gott. Au, 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 au. Mein Bein tut so weh wegen diesem Wadenkrampf. Das ist schrecklich. Wenn man das erste Mal in seinem Leben Wadenkrampf hat und dann auch noch einen richtig heftigen, das ist das echt nicht schön. Ui, Kiste. Bitte eine gute Waffe. Was soll das? Oh, well, never mind. Das ist okay. Hä? Ah ja. Ah nee, die geht tatsächlich. Das ist okay. Wo der jetzt die Dinge hin hat, weiß ich auch nicht. Klingt sich auch nur so, mein Schatz. So ein Gollum, Alter. Das reicht erstmal. Vielleicht sollte ich eigentlich mal auf Mifas Gebet warten, aber naja, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Das ist ja echt selten aufgeladen. Da ist ein bisschen Chili. Na. Perfekt. Da ist noch mehr Chili. Was ist da? Ach, noch mehr Chili. Nee, doch nicht. Blutkraut, okay. Well, die sollen doch hier irgendwo sein. Wo sind sie denn? Schon dezent Angst. Sollen wir da machen? Gegenschießen oder was? Ne. Dachte. Wäre eine Idee gewesen. Hä? Okay, der ist weggeslidet tatsächlich.
da hinten sind noch welche. Es sind überall welche. Ja gut, okay, die haben doch nichts mit Crocs zu tun. Oh Leute, bevor ich hier gleich einen Jumpscare ohne Ende bekomme, ne, ich speichere hier lieber. Die sollen doch hier sein, oder? Die müssen hier sein. Linkes Auge des Schädels, verfluchte Statue, Beckenfest. Ach, Mann. Vier Titanen, Donner-Titan von Naboris. Das ist der Titan hier. Du hast Kommandantin Tekala zu den Banditen befragt. Die Soldatinnen wissen, dass das Versteck der Banditen im Kanzlertal, Kalzertal ist, konnten es jedoch bisher nicht erreichen. Wie jetzt? Ich sollte erst weitere Informationen. Ja, komm. Jetzt bin ich da einmal drin. Pech. Ich krieg den schon, den Donnerhelm. Irgendwie. Egal wie. Sondern muss ich das Spiel nochmal neu anfangen. Aha, am Arsch. Ah ja, moin. Was geht denn? Komm erstmal Felsen irgendwie zugerannt. Gerannt vor allem, ne? Felsen haben plötzlicherweise Füße bekommen. Ich hab da echt Angst. Will da nicht hin. Vielleicht geht so die Pianomusik wieder los und dann denkst du dir so, oh, nö. So viele Meme-Videos mittlerweile gesehen, ne? Und Meme-Bilder gesehen. Wie einfach Link irgendwo ganz ruhig, entspannt, ja, umhergelaufen ist. Plötzlich Pianomusik kam und dann plötzlich so ein Dingenswächter hinter ihm war. Und ich kann so hardcore relaten. Ich weiß nicht warum. Auch wenn wir damit nicht so dolle Probleme hatten, weil wir die immer vorher gesehen haben und uns gedacht haben, okay, nee, den gehen wir aus dem Weg. Okay, die müssen hier ganz weit hinten sein anscheinend. Ich achte jetzt ab sofort immer auf den Speichervorgang, weil der Speichervorgang kommt wahrscheinlich kurz bevor wir gegen die antreten müssen. Sehr wahrscheinlich. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Erschreck mich nicht so, Mifa. Ich töte dich sonst ein zweites Mal. Also wir haben sie ja das erste Mal nicht getötet, aber dann ist sie halt ein zweites Mal tot. Jo, Musik. Jo, fuck you. Dramatische Musik, sag ich ja. Ach jo. Moin. Hä, von wo? Wo ist der? Da ist er. Ach, das ist doch purer Hass. In your face. In your face, bitch. Gott sei Dank haben wir genug Essen. Doppelschussbogen. Den hätte ich gerne. Der macht Doppelschüsse. Weg mit dir. Ich weiß, wir haben einen, der Dreifachschüsse macht trotzdem. Und nochmal Bananen. Ich habe irgendwie immer Bananen dabei, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die vergöttern Bananen. Hä? Ach, die machen so komische Geräusche. Ja, moin. Ach, drei gleichzeitig. Super. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben so sehr. Alter. Ich brauche eine schnellere Waffe. Die Keule ist zwar richtig stark, aber ich brauche eine schnellere Waffe.
Nummer 1 haben wir. Nummer 2 auch. Nummer 3 auch. Puras? Einfach nur Puras? Wie sind wir noch kein einziges Mal verreckt? Schwertbanane. Krieg ich immer. Den hätte ich auch noch gerne. Und jetzt die anderen noch. Die sind da hinten. Der ist hier hinten verstorben. Waren das jetzt alle? Rubine? Ja? Gut. Diese Doppelschussbogen, die nehme ich jetzt alle mit, weil ich so schlechte Bogen hier teils habe. Und der echt gut ist. Her damit. Jetzt kommt da der Master von denen, Alter. Ich habe sowas von Angst, da reinzugehen, aber naja, wir müssen. Hello! Oh, cool, eine Fackel. Cool, ein Doppelschussbogen. Das macht mir kein gutes Gefühl. Im Schießen bin ich nicht so gut. Ey, die kommen doch jetzt safe gleich aus allen Ecken. Ja. Sollte ich doch bestimmt safe machen. Die abfackeln. Hä, was ist denn da? Lol. Kopfsammler, ja, nee, brauche ich nicht. Hey, was soll ich hier denn machen? Soll ich die Dinger da runterschießen oder was? Aber natürlich. Wahrscheinlich muss man hier auf gut Glück einfach abschießen in der Hoffnung, dass in irgendeiner Kiste davon wahrscheinlich ein Saphir. Das ist aber auch schön. Wenn man Pech hat, kommt da irgend so ein fetter Dingens raus. Ey. Ich speichere jetzt einfach nach jedem Mal schießen. Fertig. Dann weiß ich, was ich überspringen muss. Falls das nicht jedes Mal ein anderes ist. Oh Gott. Das ist natürlich auch mies. Jetzt bin ich gespannt. Ah, Fledermäuse. Das geht ja noch, Fledermäuse, ne? Das ist noch okay. Die kann man ganz leicht einfach abknallen. Wenn die nicht irgendwie in der Ecke rumgammeln würden. Dankeschön. Komm, nimm das Feuer. Danke. Puff. Okay. Wie war das nach jedem Mal? Wait. Nach jedem Mal einfach speichern. Wenn ich einfach zu sehr Angst habe. Ach so, wir sollten den Weg suchen, beziehungsweise finden. Was ist denn dahinter? Da müsste eigentlich dann auch was Schönes hinter sein.
dachte, das war's schon. Das wäre voll schön gewesen. Wäre schon wieder zu schön, um wahr zu sein. Ekelhaft. Geht weg. Zwei auf einmal. Ha. Der Tor ist, glaube ich, dort. Nee, doch nicht. Thanks. Okay. Die hatte ich schon, die Kiste. Da war nichts weiter drin. Da waren auch noch Fledermäuse drin, aber ist okay. Ich nehme auch gerne meine Pfeile wieder. Hoffentlich was Nützliches. Violetter Rubin, ja gut, okay. So nützlich jetzt auch wieder nicht, aber immerhin. So. Aha, haha, es speichert. Versteck der Jäger. Oh nein! Was machst du denn hier? Das hier ist das Versteck der Banditen, die den Donnerhelm geraubt haben. Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung. Dann ist alles aus. Wir bräuchten irgendwas, um sie abzulenken. Wenn sie nicht gerade Bananen essen, entgeht ihnen auf ihrer Patrouille nichts. Banner? Hier ist es auf jeden Fall zu gefährlich für dich. Ich lasse mir schon irgendwas einfallen. Lauf einfach weg, ja? Du bist immer noch hier? Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung. Dann ist alles aus. Wir bräuchten irgendwas, um sie abzulenken. Ja, okay, das hatte ich schon mal gesagt. Wir sollten sie mit Bananen ablenken. Aber ja, gut. Okay. Ich glaube, das alles machen wir in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.